Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Lotus. Wir sind ja gerade in unseren Nostalgiewochen ja hier gerade drin. Da bietet sich es natürlich an, auch einfach mal Lotus zu starten, den BKVT vorzuholen, inklusive Beiwagen und das Ganze auf der alten Waldbahn hier immer abzufahren. Ist schon lange her, dass wir mal hier auf der Strecke waren. Phasus hat die Karte ja mittlerweile ja auch schon übernommen und hat hier auch schon das ein oder andere Update ja mittlerweile schon präsentiert. Allerdings, das Update mit fahrenden KI-Fahrzeugen ist noch nicht dabei. Schade, hätte ich mich sehr, sehr drüber gefreut, denn er hatte sich ein bisschen Mühe gegeben. Scheinbar ist das aber wohl noch in der Beta-Phase mit drin. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, werden wir uns heute mal hier eine wundervolle Fahrt genehmigen und die alte Waldbahn dementsprechend halt nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ist schon schade, dass ich die Karte abgegeben habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber es ist halt so ein Zeitpunkt gewesen, ja, wo einfach nichts mehr so wollte. Es fiel mir einfach nichts mehr ein, die Karte zu erweitern oder sonstiges. Ein bisschen schade. Aber naja, so ist es halt. Ich kenne das manchmal ja wahrscheinlich selber. Vielleicht ein bisschen vorschnell gehandelt, aber mein Gott, wir reden hier von Phasus. Phasus, der wird nicht stinkig sein, wenn ich irgendwann mal sage, so komm her, ich habe Bock drauf, wieder mal was zu erarbeiten. Und ja, dementsprechend schauen wir mal, wie die Fahrt hier heute so wird. Als erstes müssen wir natürlich die ganzen Schalter jetzt hier, habe ich schon mal gemacht hier, na, alle wieder reinstecken. Den Stromabnehmer müssen wir natürlich heben. Die müsst ihr ja als separate Taste ja einstellen, wisst ihr ja hoffentlich noch. Und ja, soweit Richtungswender vorwärts. Und ich glaube tatsächlich, das war's, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Müsste man hier noch was machen? Hier war es, ne? Hier, genau. So, und jetzt konnten wir fahren schon. Genau, wundervoll. Wollen wir uns mal ein bisschen von dann machen hier und werden mal jetzt hier die Türen schon mal öffnen. Und ja, wir brauchen auch noch Licht. So. Ach, ist das schön. Ist das schön. Spiegel funktioniert leider auch nicht. Da gab es irgendwie leider kein Update mehr seitens vom Modder. Finde ich auch immer ein bisschen schade, denn. Aber naja. Sich hier so viel Mühe gegeben hier halt ja, mit dem Fahrzeug und dann ja ein bisschen links liegen lassen, ist ein bisschen schade. Das ist jetzt bei dem KT4D oder sowas, ne, wo er da ja der BLV natürlich ordentlich dran zuppelt, gefühlt einfach monatlich immer ein Update rausbringt. Los geht's. Erstmal hoch den Berg hier. Ach ja. Die gute alte Lotus-Zeit. Ist zum Beispiel auch die alte Waldbahn. Schöne Karte, wenn man mal mit VR spielen möchte. Dadurch, dass sie halt schlauchlebig aufgebaut ist. Ne? Wir haben ja links und rechts einfach hier diese Waldblinds drin. Ne? Also diese Backgrounds. Und halt ein paar Bäumchen, ein bisschen Wiese oder sowas. Ja? Eignet sie sich recht gut halt für Virtual-Reality-Fahrten. Anders als bei Düsseldorf. Düsseldorf kannst du komplett vergessen, mit VR zu fahren. Es ist halt einfach zu wuchtig, um die Performance zu stemmen, halt auf der Brille und Lotus. Aber wie gesagt, wenn man mal so einen guten Eindruck haben möchte von VR, denn wie gesagt, die Karte Diorama, klar, aber die ist natürlich ein bisschen sehr simpel gestrickt, finde ich halt persönlich. Aber man merkt halt auch schon, dass viele Objekte hier schon gar nicht mehr funktionieren. Also, komm.
Der der Wagen hinten schiebt, war? Heieiei, wir schaffen es nicht mehr zum Stehen. Ey, wir sind hier. Jetzt echt nicht mehr zu schwer. Du musst jetzt erstmal gerade überlegen, was könnte man jetzt machen, dass wir uns jetzt hier hinstellen können. Das ist natürlich hart hier. Also. So, schnell Türen auf. Schnell einsteigen. Springt rein, ihr Leute. Springt hier rein. Hier siehst du, dass die Karte halt total veraltet ist, ne? Die Container hier, die gibt es scheinbar gar nicht mehr. Diese Chinesen-Container, die hier früher standen. Das ist halt in meinen Augen absoluter Nachteil vom Steam Workshop. Ja? Die Objekte werden einfach nicht mehr geladen oder fehlen halt MIP-Maps oder sonst irgendwas. Die Sachen werden einfach nicht mehr geupdatet halt, ne? Ich finde das mega schade. Dass man das praktisch so hinvegetieren lässt halt, ja. Wieder bergauf, hier an der Grenze. Das ist geil, dass ich das Gebäude von Jufa hier verbaut habe. Interessant. So. Oh, hab ich die Tür gar nicht zugemacht? Nö. Wir fahren einfach mit offenen Türen, was soll's. Kann ja nicht schaden. Bisschen Durchzug in dem alten, stickigen Fahrzeug hier. Ja, dann kannst du auch mal ein bisschen, ein bisschen Durchzug haben. Ja, was wollte ich zum Beispiel noch sagen? Ich habe ja auch immer dann oft überlegt, denn hatten wir ja auch mal angefangen, teilweise. Uns ja mal an so eine neue Karte ans mal ranzusetzen wieder. Ne? Hat man ja mehrmals ja probiert, halt per Livestream und alles sowas. Ne? Ich hatte schon Bock drauf, aber so im Offscreen fehlt mir einfach die Zeit halt. Ne? Mittlerweile ist es halt schon mit zwei Kindern, man merkt den Unterschied halt als früher. Ja, mit zwei Kindern, da hast du echt nicht mehr wirklich viel Freizeit. Ne? Wenn das eine Kind dann irgendwie mal gerade fertig ist, dann guckt das andere Kind an und so weiter und so fort. Mit YouTube, ja, nimmt gefühlt halt auch mal mehr Zeit in Anspruch. Und da fehlt dir halt einfach die Zeit. Das war gefühlt irgendwie, wo Lotus irgendwie rauskam, alles ein bisschen anders gewesen. Was ich natürlich auch ein bisschen persönlich ein bisschen schade finde. Ja, ich würde natürlich gerne weiterbauen. Ne? Aber wenn du denn zum Beispiel denn so einen Livestream dann machst, denn, ja, dann kommen dann hier irgendwelche Leutchen an und beschweren sich denn darüber. Also ich finde ja immer so, das habe ich jetzt letztens in der OMSI-Folge schon erwähnt gehabt, ne? Wenn es kostenloser Content ist, ja, dann bin ich doch dankbar dafür, dass kostenloser Content kommt. Ja, anders als wir ne, zum Beispiel beim Payware-Addon, ne, wo man dann halt wirklich zimperlich sein kann, ne, wo man dann sagen kann, na hier, das ist nicht so toll und das ist, wenn es kostenlos ist, ja, wenn sich Leute ransetzen, wie zum Beispiel jetzt hier an der Straßenbahn hier, ja, ist kostenloser Content. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich heute der ein oder andere eventuell beschwert, weil das vielleicht nicht ordnungsgemäß denn dran ist, so, ne? Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, gehe ich mal stark davon aus. Und ja, dementsprechend finde ich es ein bisschen schade, dass denn die Ansprüche von den Leuten denn so krass extrem sind. Ja, also ich meine, wir hatten eine Leistung gestartet, ja, wo wir dann eine schöne Treppe gebaut hatten, ja, ein bisschen Abwechslung, auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen hübsch zu bauen, ja.
Da kamen dann Kommentare wie, das ist ja nicht EU, oder das entspricht nicht der EU-Norm. Weißt du, wo du dir so denkst, so, alles klar, entspricht nicht der EU-Norm. Ich setze mich doch nicht 200 Stunden ran an eine Karte, bau die, damit dann irgendwelche Piefs hier kommen und sagen mir, das hat keine EU-Norm. Also was sind denn das für Leute? Weiß ich nicht. Also, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da kann einem die Lust dann halt auch vergehen dann halt, ne? Also, hier, die werden sich bestimmt auch beschwert haben hier. Das Gras schwebt in der Luft hier. Oh, schlimm. Ja, schwebt in der Luft. Klar, ja, das sind halt keine Fehler, aber wenn denn alle gefühlt diese Leute dann kommen und dann sich denn da, oh. Ja, nee, also das ist alles echt nicht schön, ja. Also da, wie gesagt, da vergeht einem dann die Lust, da auch irgendwas was zu machen, irgendwie weiterzubauen oder sonst irgendwas. Ich weiß ja nicht. Ihr werdet ja bestimmt auch schon mal die eine oder andere Karte gebaut haben oder sowas. Ja, und werdet ja bestimmt dann auch schon den einen oder anderen netten Kommentar gelesen haben oder beantworten dürfen oder was weiß ich. Und das kann einem wirklich, wirklich die Lust vergeben. Oh, guck mal hier, ich sehe gerade. Was hat denn BLV hier gemacht, ey? Die Ständer sind alle weg. Und ich habe extra alles runtergeladen noch. Ja, die Ständer, also hier diese Holzplanken sind weg. Die Mühle ist weg. Hier stand da vorher die Mühle. Die ist nicht mehr hier. Das Gebäude da ist schwarz, da fehlt auch die Mipmaps. Dadurch ist mir das vorhin mal aufgefallen. Und das zum Beispiel ist ein Grund, warum ich keine Karte mehr machen würde mit Workshop-Objekten. Weil sowas ist nervig. Das zerstört doch jetzt gerade alles. Oh, da muss der BLV anschreiben. Das geht nicht. Ja, also wie gesagt, also dass sich denn da die Leute dann halt beschweren hier und da, ne, das kann halt wirklich einen wirklich frustrieren. Wie gesagt, für mich ist der Punkt auch gekommen, denn gewesen zu sagen, so, ich mache das nicht mehr im Livestream, ich habe keine Zeit im Offscreen, also verabschiede ich mich jetzt erstmal so vom Mitbau, weil bringt ja nichts, ne. Oh, die Tür wieder zu hier, ist genug frische Luft drin. Verabschiede mich dann halt vom Mapbau und ne, werde irgendwo vielleicht immer noch mal so ein bisschen mithelfen, Objekte bauen oder so, sowas, ja, aber eigene Karte bauen werde ich wohl nicht mehr, weil wie gesagt, Zeit fehlt und B, wenn du sowas im Livestream machst, wird sich nur beschwert halt, da hast du auch keinen Bock drauf, ja. Ja. Sind also die alte Waldbahn, Straßenbahn Forsthausen eigentlich ja, Ruinen, ja. Also wie gesagt, Straßenbahn Forsthausen hat ja Phasis übernommen. Ne? Der kümmert sich natürlich auch noch brav um die Karte, gibt mir auch mal ein bisschen Support und schreibt mir dazu auch mal ein bisschen was hier. Zum Beispiel, das ist ja alles jetzt hier, ne? Das ist ja alles hier gebaut hier. Die neuen Bahnsteige hier. Ja, also, er kümmert sich halt schon. Ja, Joe hatte ja ursprünglich ja den Straßenbahn Forsthausen übernommen. Das habe ich ja dann wieder zurückgeholt. Ja, ja und seitdem liegt das Projekt jetzt eigentlich praktisch, weil ich jetzt, oh, jetzt vor einigen Wochen wieder mal meinen Lotus wieder deinstallieren durfte und meinen ganzen Content, den ich hatte, wieder mal ausschmeißen durfte. Ich hoffe, dass ich von der Karte hoffentlich ein Backup gemacht habe. sonst wäre es ärgerlich. Ja. Soweit also dazu. Und von daher wird es wohl in Zukunft auch keine Livestreams geben. Da könnt ihr euch bei den Leuten bedanken, die hier mal sich aufregen wegen irgendwelchen EU-Normen. Das Witzige ist, das sind meistens immer die Leute, die noch nie eine Karte gebaut haben. Ja, das ärgert mich dann immer so und da ärgere ich mich selber. Ja, ich weiß ja auch die Reaktionen dann, ja, von euch zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, lasst euch davon sowas nicht ärgern oder so. Mich ärgert es dann halt persönlich, weil wie gesagt, das sind halt so Leute, sind, die selbst noch nie irgendeine Karte gebaut haben. Ja. Und sich dann halt denken, mit ihrem Kommentar haben sie jetzt gerade ein Weltargument jetzt geschossen oder sowas, ja.
Dabei schadet die sich halt nur selbst und die sollen erstmal selber ihre Karte da erstmal fertigstellen, wenn sie überhaupt an eine bauen. Ja. Das sind sowieso mal die hellsten Köpfe denn. Aber naja, lassen wir uns davon nicht runterziehen hier. Die alte Waldbahn, wie gesagt, existiert noch. Phasis ist dran und ihr seht es ja hier. Ja. Da kam, ich weiß noch, da kamen Kommentare so: Oh, das sieht nicht mehr schön aus, weil es halt nicht mehr diesen nostalgischen Flair hat. Stimmt schon, ja, aber ich finde, es hat eigentlich ganz gut gebaut, der Phasis. Von daher, hier, Häuser passen halt auch. Ach, hier, guck mal, hier fehlt ja auch schon wieder irgendeine Textur hier. Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll. Ich liebe den Steam Workshop. Großartig. Großartig. Naja. Kann man jetzt erstmal nicht ändern. Hier noch so eine kleine Parkbank hier. Schön um den Brunnen. Da gibt es jetzt aber besseren von Knüffelphantomen. Problem ist, man will halt natürlich auch nicht immer so viele Workshop-Objekte benutzen. Wie gesagt, ihr seht es ja, ne? Das kann relativ schnell gehen, ja, dass dann da irgendwelche Objekte fehlen. Ja, das ist dann halt. Aber hier, das ist ja richtig ärgerlich hier. Ich weiß gar nicht, ob das Phase schon aufgefallen ist. Na, mal gucken. Auf jeden Fall war das mal wieder eine kleine Fahrt hier auf der alten Waldbahn. Den Betriebshof, den hat er auch ein bisschen neu gemacht hier, oder? Aber hier fehlen auch, ist hier gerade, hier fehlen auch schon die Texturen. Oh, ja, so. Ist ja fantastisch. Ich liebe ihn. Den Workshop. So, ja, das war es, wie gesagt, von unserer heutigen Fahrt mal hier nach Plauen. Und mit dem BKVT sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. Deswegen haben wir uns jetzt ein paar Mal verbremst. Ja, und mir nicht jetzt übel nehmen. Und ja, ich weiß, dass es nicht EU-konform ist. Ach, da guck mal, das ist ja auch schwarzes Gebäude. Ach ja, das ist ja auch toll. Das ist auch wieder ein Objekt von BLV. Großartig. Toll. Ja, gut. Bevor ich jetzt hier noch mehr Fehler finde und mich noch mehr weiter jetzt aufrege, beenden wir mal lieber schnell die Folge und bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart mit einer weiteren, ja, Retro-Folge hier mal wieder bei uns auf ÖPNV-Simulation. Hoffe natürlich, dass wir uns demnächst wiedersehen zu einer weiteren Folge Lotus. Mal schauen, wo es uns denn hintreibt. Verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.